Bethesda. Arcane Studios. Powered by Unreal Engine. Scaleform. Dieses Spiel speichert automatisch deinen Fortschritt. Dishonored. Herzlich willkommen. Hallihallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist der Tizi. Ich grüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Projekt Dishonored. Und dies ist ein Nachfolgeprojekt. Ich glaube von, was hatten wir? Real Horror Stories. Aber das ist natürlich hier kein Horror, sondern das ist hier solide Actionkost, bei der wir uns entscheiden können oder müssen. Cooles Schiff, ne? Ob wir eher mehr schleichen oder ob wir mehr so ein Hau drauf sind. Da gucken wir mal, wie wir da so mit zurechtkommen. Ich starte mal. Ich hatte schon mal angespielt natürlich, um zu gucken, wie das so funktioniert. Was haben die da drauf? Ein Wal oder was? Alter Schwede. Okay, starten wir mal. Achso, das ja, geht noch nicht los, sondern logisch. Wir haben natürlich Menü und so weiter. Habe ich alles schon eingestellt. Wir machen ein neues Spiel an der Stelle. Und gucken mal, wie das denn so losgeht. Wir spielen auf normal. Ich bin ja nicht verrückt. Also für die, die es schon auf schwer oder sehr schwer durch haben, herzlichen Glückwunsch. Ist schon eine Weile her, dass ich so eine Art Spiel gespielt habe. Splinter Cell hast du nicht gesehen von Anno Dunst. Ich kann mich kaum noch erinnern. Bin ja auch schon ein bisschen länger dabei, was so Computerspiele angeht. Bin auch schon ein bisschen älter. So, Helligkeit. Passt auch. Wenn du ein neues Spiel erstellst, werden automatisch gespeicherte Spielstände überschrieben. Jo. So, ich vermute mal, es geht jetzt los. Dunwall Tower. So schnell kann man ja gar nicht lesen, aber das kriegen wir schon hin. Ich hoffe, ich kriege das mit meinen Tasten hier hin. Sonst habe ich einen Knoten in den Finger am Ende. Achso. Zum Fortfahren eine beliebige Taste drücken. Ich dachte, er lädt. Entschuldigung. Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit Sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, Sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind Sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden Ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Okay, die Vorgeschichte. Renhaven. Das ist vermutlich die Stadt. Genau, aufpassen! Leinen los! Leinen sind los! Haben abgelegt! Ja, Mensch, Vorsicht, Keule! Hab einen leicht empfindlichen Magen. Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine so. Weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch. Schwarze Magie kriechen überall herum. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Zeiten. Mhm. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission. Das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Sieht gut aus, ne? Hilfe mit der Seuche. Mann, die quatschen in einer Tour hier. So, alles ein bisschen steampunkig hier, ne? Aber das soll wohl so sein. Ist auch okay. Gefällt ja auch. So, was ist das hier? Tower? Es geht nach oben. Ein Dock. So schnell. Ich öffne die Schleuse. Und sie hebt sich. Oha. Die sind ja mutig. Werde ich ihr bringen. Guten Tag. WASD. Erstatte der Kaiserin Bericht. Aufpassen. Nicht runterfallen. Was ist das?
keine Ahnung. Weißt du jetzt, wo es lang geht? Ja, Moment. Ja, ja. Der Druck war zu niedrig. Hallo. Willkommen zurück, kaiserlicher Schutzherr. Ja, hallo. Hallo. Ich rede mit dir. Da ist er. Gute Reise, Sir. Ja, aber ich bin hier. Mann, Mann, Mann. Hier, ihr müsst mal aufräumen hier. Wie sieht denn das aus? Stolpert einer, fällt er da in den Sumpf rein, ey. Lalala. Oh, eine Wache. Ihre Majestät wartet im Pavillon. Mhm. Dunwell Tower. Hallo, Sir. Hallo. Guten Tag. Ach ja, was haben wir... Was? Du bist zurück. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Ja. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen, alten Meisterspion. Okay. Ja, also, ich habe mich natürlich mal ein bisschen eingelesen am Anfang. Und irgendwie sollen alle Handlungen, die wir tun, auch eine Auswirkung auf das Ende haben. Es gibt wohl drei alternative Enden. Ich hoffe, wir kriegen das Gute. Hängt davon ab, wie ich mich hier anstelle. Und ich bin ja auch gern mal der Gute, ne? Wer das gerne auf der bösen Seite spielen möchte, kann ja mal davon berichten in den Kommentaren. Natürlich spielen wir eine Runde, ne? Ja, und nun? Fängst du an? Drücke oben. Kannst du mir später weiter das Klettern bei? Ja, guten Tag. Ich will mal bis aufs Dach klettern. Ja. Hui. Hui. Linke Umschalttaste. Ja, ich bin noch da. Bin ich jetzt eigentlich ihr Vater oder bin ich einfach nur ein guter Freund? Als du fort warst, war Mutter so traurig. Ich glaube, sie hat dich vermisst. Mhm. Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle und dann versuche ich, dich zu finden. Aha. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut. Ja. Drücke C, um den Schleichmodus zu wechseln und bleibe dann in Deckung, damit deine Gegner dich nicht sehen und entdecken können. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Sehr schön. Nicht luschern. 1, 2, ich schleiche. 3, 4, 5, 6, 7, schnell, schnell, schnell. 9, 10. Ich komme. Psst. Was klappert denn hier so? Gut, dann woanders. Ach so, da ist die Schleuse. War das? Ein Blatt? Gut, du gewinnst. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann. Ja. Oh. Siehst du, so gut war ich. Yippie. Hey, bitte stopp. Lauf mit mir. Ja. Warte mal, hier der alte Mann. Jeder hat Angst wegen der Rattenplage. Ich bin froh, dass du hier bist. Okay. Sowas wie die Pest in der Stadt oder so? So, wer sind die Herren? Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Ja, guten Tag. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Das willst du gar nicht wissen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Mhm. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Ist klar. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ein Maler, der ein Elixier hat. Zeig mir mal dein Gesicht. Sieht das wie Campbell aus? So, hallo. Antons Sokolov. Sehen Sie, ich habe die Schleuse verbessert. Und du malst. Und ein Heilmittel. Ich muss das Antlitz des Oberaufsehers für zukünftige Generationen von Gläubigen festhalten. Ja, solange wir nicht deine Visage malen müssen. Alter Schwede. Na gut. Wir haben einen Auftrag. Achso, hier. Sie empfängt sie gleich. Ja, das ist nett. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Kein Zweifel. Hallo? Hallo, mein Herr. Hallo? Guten Tag. Guck nicht so. Mann. Da lang, okay. Die Menschen sind krank. Keine Verbrecher.
Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Corvo, 2 Tage zu früh. Ja. Voller Überraschungen, wie immer. Pass mal auf. Der, dessen Namen man nicht nennen darf. Ich. Folgen Sie mir, Hauptmann. Wir sollten Sie allein lassen. Ich trau dem kein Meter. Kein Meter, Lord Voldemort. Guten Tag. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? So. Erstatte der Kaiserin Bericht. Abgeschlossen. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen. Oh. Und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Feiglinge. Sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie. Was machen die auf dem Dach? Der Glatzkopf. Was? Hierher. Hallo, was? Was drücke für einen Angriff mit rechts oder links für einen Angriff mit links, wenn du Waffe oder Kraft bereithältst? Ja, wie auch immer, gucken wir mal. Alter. Na los hier, komm her. Bam. Huch, Haltesteuerung links gedrückt, um Schwerthiebe zu blocken. Wenn du im richtigen Moment blockst, gerät dein Gegner aus dem Gleichgewicht, sodass er anfällig für einen Gegenangriff ist. Krieg ich niemals hin. Ich habe ja schon die Richtung verloren hier. So, komm, hier. Wo sind die Damen? Lala. Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Oh. Nicht noch mal. Was ist das? Schon wieder. Mama. Schieß, 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 Alter. Weg von ihr. Corvo. Alter, und das von den Kindern, sag mal, spitzt du noch oder was? Affen, und warum können die sich so wegbeamen? Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie ja. sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Ja, ja, ich verspreche es. Ich verspreche es. Na klar, Lord Voldemort ist wieder da. 2 der sogar davon. Schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Wo ist mein Schwert, mit dem ich das gemacht haben soll? Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Dishonored. Alter Schwede, was für Ereignisse hier. Gefängnis von Coldridge. Alter, ich war das nicht. Mann. Logisch, keine Zeugen, ne? Alle weg gewesen. Gibt's doch gar nicht, ey. Mann, Mann, Mann. Gefängnis von Coldridge. Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Alter Sack, ey. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Corvo, die Kaiserin ist tot. Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Na, warte. Ja, Sie Ärmste. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches.
auch wenn sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Das war das Geständnis, würde ich sagen. Und dein Todesurteil. Ja, wir werden sehen, Keule. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Pat und Patachon, ey. Die hole ich mir aber. Mann. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Vergiftet oder was? Okay, gucken wir mal. Steuerung links, um Nahkampf zu blocken. Ja, aber gut. Wo soll ich denn? Huch. Was war das? Hinlegen will ich mich jetzt nicht. Oben links, das ist dann die Anzeige für die Gesundheit. Und das, boah, ich will es gar nicht wissen. Trinken? Wohl kaum. A little fire that... is little... Nee, a little fire that... wasn't better than a big fire that burn. Also lieber ein kleines Feuer, was es besser macht, als ein großes, was hier alles abbrennen lässt. Okay. Ein Essen. F Essen. Oh. Hat er wirklich gegessen? Anonyme Nachricht. Corvo. Wer wir sind, spielt keine Rolle. Aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Und der Stonder spielt Nether. Hallo Stonder. Ein Freund. Also, der das geschrieben hat. Und der Stonder natürlich auch. Hallo an dieser Stelle. So, ein Schlüsselchen. Wir nehmen einen Schlüssel. Wo ist denn unser Inventar? Ziele. Finde den Sprengsatz, nimm die Waffe. 6 Monate sind vergangen. Was? Sieht bestimmt unrasiert aus. Seit dich der kaiserliche Meisterspion beschuldigt hat, die Kaiserin ermordet und an der Entführung ihrer Tochter Emily mitgewirkt zu haben. Ja, alles am besten gleichzeitig. 6 Monate, die du im Gefängnis von Kuldutsch verpasst hast, während der Tag deiner Hinrichtung immer näher rückt. Ja, morgen. Missionshinweise. 0 Münzen. Und ein Raum mit einem schwarzen X auf gelbem Untergrund. Was auch immer das sein soll. Kein Element enthalten. Notizen. Hatten wir schon gerade gelesen. Inventar. Kein Element, Ressourcen, aber ein Schlüssel. Corvus-Zellenschlüssel. Ein alter, rostiger Schlüssel. Ausrüstung. Kein Element. Munition. Auch nichts. Verbesserung. Auch nichts. Okay. Gucken wir später nochmal rein, was wir da so alles finden. Jetzt öffnen wir dann doch erstmal gleich die Tür. Hallo? Da hinten. Da hinten, da stehen sie. Ich sehe sie. Falsche Taste. Aha. Hört ja auch keiner? Nein, das hört keiner. Hier, guck mal, hier Viehzeug, ey. So, schnell im Schatten verschwinden. Das ist ja nur auch nicht ganz so wie's... Huch? Wie Thief. Ach so, ich kann da einfach so drunter schlüpfen. Ach, sehr toll. Aber ich habe keine, oder? Nee, ändert sich nichts. Ich habe keine Anzeige, dass ich irgendwie unsichtbarer bin oder verdeckt oder so, wie bei Thief. Also das habe ich ja nie gespielt, aber ich habe es ja gesehen. Da sind noch mehr Leute in der Zelle. Die muss ich jetzt mal ignorieren, weil wir haben einen Auftrag. Warum kommen so viele Leute zu der Hinrichtung morgen? Ja, ich bin auch da. Wegen Corvo. Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Kann ja gar nicht sein. Echtes Ereignis. Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Sind nicht besser als wir, wetten auf Hundekämpfe. Genau. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Ganz schön hoch. Durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Huch, runter. Alter, vorsichtig. So, da sind 1, die haben zu zweit geredet. 2, oh, da ganz hinten steht noch einer, 3. So, Freunde.
Puh, also für den Anfang ja gar nicht schlecht. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Lasst mal einen Kommentar. Nein. Genau. Lasst einfach einen Kommentar da oder ein Like. Ich möchte gerne mal wissen, wie das bei euch ankommt hier. Hab ja noch nicht viel gemacht, gebe ich ja zu. Und dann gucken wir mal, wie wir das Spiel jetzt vorwärts bringen und unsere Mission erfüllen. Also, liebe Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Teil 2 von... Ja. Oh Mann, ey. Dafür bannt YouTube mich wieder. Die fluchen ja hier, das gibt's ja gar nicht. So, Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss.